Nicht mit mir. Eine gewiefte Trickbetrügerbande wollte Reinhold aus München um sein Erspartes bringen. Am Ende aber sind es die Gangster, die von ihm reingelegt werden. Da ist bei mir das Herz gehüpft. Das war also so toll. Und ich war auch stolz, war zufrieden und habe gedacht, das war super. Rückblende. An einem Sonntagnachmittag klingelt das Telefon des Pensionärs. Am Apparat meldet sich ein Polizeioberkommissar und erklärt dem 70-Jährigen, dass es einen Überfall in seiner Nähe gab und er ebenfalls in Gefahr sei. Und der Unbekannte redet immer weiter. Später kam dann die Frage, wie viel Geld haben Sie zu Hause? Dann habe ich mitgespielt und habe gesagt, ja, ich habe 20.000 Euro zu Hause. Das stimmt zwar nicht, aber Reinhold ist zu diesem Zeitpunkt längst sicher, er hat einen Trickbetrüger an der Strippe. Was also tun, um den Mann, statt ihn abzuwimmeln, in eine Falle zu locken? Dann habe ich meine Lebensgefährtin verständigt, also Zeichen gegeben, aufs Handy gedeutet. Sie soll 110 anrufen. Also ich habe den Mund so bewegt, sie soll anrufen. Und sie hat das auch gleich kapiert und hat also sofort angerufen bei 110. Der Mann am Telefon gibt dann vor, um Reinhold zu schützen, werde er eine angebliche Polizistin vorbeischicken, die sein Bargeld abholt und in die Asservatenkammer bringt. Und mit immer neuen Vorwänden hält er den Pensionär weiter am Telefon. Als die echten Polizisten dann schließlich da waren und hier ins Wohnzimmer reinkamen, war ich wirklich erleichtert. Als die Täterin geklingelt hat, war ich froh, dass die jetzt endlich da war. Und die Polizisten haben ja das mitbekommen und dann hat sich die Sache also zur Festnahme entwickelt. Allein in München gab es vergangenes Jahr knapp 100 Fälle der Masche falsche Polizisten. Gesamtschaden 2,5 Millionen Euro. Deswegen der dringende Rat der echten Polizei? Grundsätzlich ruft die Polizei niemanden an und fragt nach Wertgegenständen oder will die aushändigen. Legen Sie einfach auf und wenn Sie aufgelegt haben, rufen Sie die 110. Genauso, wenn Sie glauben, dass Sie von einem Verwandten angerufen werden, legen Sie auf und rückfragen Sie beim Verwandten, wenn da irgendwas sein sollte. Das ist das Erste. Die Polizei wird niemals Sie nach Vermögenswerten ausfragen. Und Reinhold wird für seine Geistesgegenwärtigkeit sowie sein kluges Handeln gefeiert. Denn dank ihm gibt es nun eine Trickbetrüger-Gang weniger.